Mein erster Gedanke war es, eine gute Ausbildung in den Fächern Technik und Wirtschaft zu erlangen. Gleichzeitig war mir auch bewusst, dass wir viele Grundlagenfächer zu lernen haben. Aber aus dem Studienplan konnte ich erkennen, dass es viele andere Fächer noch gleichzeitig gibt, wie zum Beispiel Informatik, Elektrotechnik und vor allem Wirtschaft. Also die ersten vier Semester geht es hauptsächlich darum, die mathematischen und physikalischen Werkzeuge sich anzueignen. Diese kann man dann in weiterer Folge in Fächern wie Festigkeitslehre, Mechanik, Thermodynamik oder Strömungslehre anwenden. Die wirtschaftlichen Fächer des Studiums sind in diesem Zeitraum ein bisschen im Hintergrund. Diese kommen erst im fünften, sechsten Semester dann wirklich zum Vorschein, wo es dann auch die wirtschaftlichen Fächer behandelt. Aber ständiger Begleiter während dem Studium sind die Fächer, in denen man sich die Technikempathie aneignet. Was ist Technikempathie? Man soll verstehen, welche Bauteile in Maschinen angewendet werden, wieso sie dort sind, welchen Nutzen sie haben und wie man das Ganze auch berechnen und auslegen kann. Also was für mich am eindrucksvollsten war während meinem Studium, ist, dass man sich die Fähigkeit aneignet, sich voll und ganz in eine Thematik hineinversetzen zu können. Das heißt, wenn man sich für eine große Prüfung vorbereitet und man Tag für Tag merkt, wie man Step by Step die Problematik immer besser versteht und nicht mehr nur beginnt, Schemata auswendig zu lernen, Formeln auswendig zu lernen, sondern wirklich zu verstehen, was die ganzen Formeln überhaupt machen und was man damit anfangen kann und speziell dann ein Gesamtbild zu dieser Problematik bekommt und das Ganze wirklich dann wieder anwenden kann und Probleme versteht und nicht nur versucht, einen Weg zu finden, sie zu lösen. Also der für mich prägendste Moment in meinem Studium war definitiv, als ich mich mit Freunden gemeinsam in einer Marathon-Lernsession zwischen dem zweiten und dritten Semester auf die Dynamikprüfung vorbereitet habe und mir bewusst geworden ist, zu diesem Zeitpunkt das Ziel, die Prüfung zu bestehen, war mir wichtiger, als meine Ferien zu genießen und jetzt auf der faulen Haut zu liegen. Und da ist mir auch bewusst geworden, was man gemeinsam in einem guten Team weiterbringen kann, wie viel motivierte Studienkollegen für den eigenen Erfolg beitragen können. Ich habe mich anfangs nur sehr oberflächlich über die einzelnen Fächer informiert. Ich würde allerdings jedem empfehlen, sich genauer mit den Fächern auseinanderzusetzen, ältere Studenten zu fragen, wie man sich darauf vorbereitet, was auf einen zukommt. Dabei empfehle ich jedem, in die Studienvertretung zu gehen. Da sind viele Studenten, die einem gute Tipps geben können. Weiters würde ich auch jedem empfehlen, sich einen genauen Plan zu erstellen, wie und wann man die Prüfungen schreiben will und welche Fächer man wann absolvieren will. Einen guten Tipp, den mir eine Professorin gegeben hat, sich einen Prüfungs- und Lernplan am Anfang des Semesters zu erstellen. Das finde ich sehr sinnvoll, denn nur so kann man es schaffen, das Studium mehr oder weniger in der Mindeststudienzeit zu absolvieren. Weiters finde ich es wichtig, die Studieneingangs- und Orientierungsphase-Fächer am Anfang zu schreiben und sich vor allem auf diese zu fokussieren. Denn nur mit diesen kann man das Studium weiter schaffen, denn sie sind Grundlagenfächer, die aufbauend sind und man wird sie immer brauchen. Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt einige Prüfungen mehrmals schreiben müssen. Anfangs war das sehr schwer für mich, das zu akzeptieren und einzusehen. Aber letztlich habe ich darin eine Chance erkannt, mich in gewissen Fächern besser mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und erkannt, dass man mit viel Selbstvertrauen und Fleiß vieles schaffen kann. Und das gilt meiner Meinung nach auch außerhalb der Universität. Nach dem Abschluss meines Bachelors möchte ich auf jeden Fall mit dem Master starten. Ich möchte mein Wissen im Bereich der Produktionstechnik noch verstärken und vertiefen und mein wirtschaftliches Wissen und mein Verständnis weiter ausbauen.